Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Path of Titans, denn es ist eine neue spielbare Funktion hinzugekommen zu der Demo und die möchte ich mal mit euch gemeinsam hier ausprobieren und antesten und euch diese zeigen. Das ist nämlich die Fishing-Funktion. Die ist jetzt hinzugekommen, die kann man spielen. Dort spielt man, glaube ich, so wie es hier auf dem Bild ist, ein Suchomimus und kann so ein bisschen auf Nahrungssuche und Nahrungsbeschaffung gehen, nämlich untertauchen und ein paar Fische jagen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Hab's noch nicht getestet, hab mir allerdings schon die ganzen Tastenkürzel und sowas so ein bisschen durchgelesen. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Wir starten jetzt direkt rein. Haben hier drei Suchos zur Auswahl. Ich nehme mal den hier. Der sieht böse aus mit dem blauen Auge. Mega cool. Die haben wir beim letzten Mal so ein bisschen erstellt. So, los geht's. Okay, wir sind wieder in diesem kleinen Tümpel, wo wir auch schwimmen üben konnten. Ziemlich cool. Da werden wir jetzt gleich untertauchen und dann sind hoffentlich Fische vorhanden. Gehen wir davon aus. Das Spiel sieht schon wunderschön aus, ne? Muss man wirklich sagen. Ich hoffe, die Qualität kommt auf YouTube auch so gut rüber. YouTube sehen ja Sachen immer ein bisschen schlechter leider aus. Aber ich nehme das Ganze gerade auf 4K auf, deswegen sollte das gar nicht mal so schlecht sein. So, bevor wir jetzt angeln gehen, will ich aber euch nochmal ein paar andere Funktionen zeigen, die ich beim letzten Mal gar nicht gemacht hatte. Denn man kann sich zum Beispiel auch auf H hinsetzen. Da habe ich gar nicht dran gedacht und gar nicht versucht, das zu testen. Oh, das ist ja mega süß. Der setzt sich ja cool hin. Okay, das ist... das ist ja fast so wie so ein Hündchen, was Männchen macht und dann so die Hötchen so vorne anlegt. Das ist ja richtig cool. Mega nice. Und wenn man H gedrückt hat, kann man sich auch schlafen legen. Ja, ich lege jetzt natürlich an einer doofen Stelle, deswegen sieht man das nicht ganz so gut. Ich geh nochmal auf. Oh, er geht sogar. Wie cool. Das ist schon mega nice. Ich lege mich nochmal einmal hier vorne hin, dann seht ihr das ein bisschen besser. Ist ein tolles Spiel. Also es wird cool, wenn es rauskommt. War ja jetzt, glaube ich, für Herbst angekündigt, dass es spielbar sein wird. Jetzt legen wir uns nochmal richtig hin. Oh, schaut mal, wie sich einrollt. Okay, er bewegt sogar seinen Kopf, wenn ich mich bewege. Mit der Kamera. Das kann man aber sogar auch ausstellen, dass sich der Kopf nicht mitbewegt. Sieht fast aus, als hätte er so gerade richtig Albträume. So, jetzt stehen wir wieder auf. Es gibt nämlich auch noch andere Funktionen, die ich euch zeigen möchte. Nämlich kann man auch trinken. Das haben wir auch nicht getestet. Man kann einfach E gedrückt halten. Ich weiß nicht, ob das neu hinzugekommen ist oder ob das letztes Mal schon ging. Und dann kann man auch trinken. Auch ziemlich cool. Sieht schon sehr gut aus. Ja. Okay, und es gibt auch neue Schreie. Wir haben ja, glaube ich, 1 bis 5 letztes Mal durchgetestet oder 1 bis 4. Wir machen mal 5. Sind sogar gar nicht immer Schreie, das sind halt so Interaktionen. Hat er sich jetzt gedreht ein bisschen, ein paar Geräusche gemacht. Das ist jetzt 6. Bei 6 schüttelt er sich, das finde ich mega cool. Macht er bei 7? Macht er dann da? Ah, er kratzt sich am Bauch. Cool ist das denn? Finde ich cool, dass es solche Interaktionen gibt. Es wird dann im Multiplayer richtig cool sein, weil dann... BTF, das ist jetzt 8. Macht der Ballett? Ach nein, der schüttelt sein Beinchen hinten. Wie cool. Ja, finde ich richtig cool, dass es solche Interaktionen gibt, weil dann wird das alles viel lebendiger aussehen, wenn man später im Multiplayer in der großen Herde rumläuft und jeder dann auch mal verschiedene Sachen machen kann, sich bewegen kann. Jetzt tauchen wir mal unter. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal getestet. Versuchen mal hier so einen Fisch zu fangen. Oh, ich will eigentlich so einen großen haben. Fast aus wie so ein... Ich weiß nicht, was das ist. Ich will den großen da vorne haben. Ich bin echt gespannt, wie schwierig das ist. Oh Gott. Mit der Kamera ist natürlich schon mal problematisch, wenn man so hoch geht. Ich schwimme ganz schön vor einem weg. Ich will aber eigentlich so einen großen fangen. Das wäre mega cool. Komm schon. Kann nicht so schwer sein. Ich nehme auch erstmal einen kleinen, so ist nicht. Ich glaube, das ist echt gar nicht so einfach. Finde ich aber ziemlich cool, weil stellt euch mal vor, ihr seid so mit Angeln beschäftigt oder mit Fischefangen beschäftigt. Und dann könnt ihr an der Zeit... Oh, ich habe einen gefangen. Perfekt. Jetzt war erstmal nur ein kleiner, aber das passt. Und dann könnte sich in der Zeit ein anderer Räuber, ein größerer vielleicht sogar, so ein T-Rex oder so, anschleichen und einen erlegen. Natürlich cool, ne? Was haben wir denn jetzt hier gefangen für einen Fisch? Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus, dass man den so im Maul tragen kann. Ich will mich mal eben in die Sonne drehen. So, perfekt. Und jetzt könnten wir, glaube ich... Ja, perfekt, das geht. Sehr schön. Sorry, wenn es jetzt hier so ein bisschen leckt. Aber wir können jetzt nämlich hier vorne einmal gucken. So sieht das Ganze aus. Hier ist der Fisch im Maul. Der Fisch sieht tatsächlich ein bisschen weird aus.
Der hat nicht so hohe Qualität, muss ich sagen. Der könnte ein bisschen hochaufgelöster sein, wenn man so den Dino dagegen im Vergleich sieht. Oder ist es irgendwie so ein Karpfen oder sowas? Ich weiß es nicht. Nein, nicht wirklich. Keine Ahnung. Weiß nicht, was das für ein Fisch sein soll. Sieht aber cool aus, wie er den im Maul hält. Feier ich mega. Und jetzt kann man auch verschiedene Interaktionen tatsächlich damit machen. Man kann den einmal ablegen, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, man könnte den fangen und jetzt einfach so zu seinem Nest spazieren, wo seine Babys warten, so du, 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 du. Und dann kann man zu den Babys gehen und hier sagen, hier habe ich für euch gefangen. Wenn man E gedrückt hält, kann man den nämlich ablegen. Wir sehen es jetzt leider nicht, weil das im hohen Gras liegt. Wenn man jetzt E gedrückt hält, sollte man ihn eigentlich wieder aufheben können. Ich glaube, wir müssen noch mal eben einmal einen Bogen laufen. Ich kriege den jetzt wieder aufgehoben. Den nehme ich nicht mal mehr, weil er so klein ist und im hohen Gras liegt. Ah, jetzt. Okay, es hat geklappt. Er hat ihn wieder aufgenommen. Sehr gut. Hat jetzt nur ein paar Anläufe gebraucht. Hat aber funktioniert. Ich habe ihn halt gerade nicht an so einer guten Stelle abgelegt. Und wenn ich jetzt einmal E drücke, kann ich ihn auch fressen. Macht sogar ein paar Geräusche und ein paar Fressbewegungen. Aber leider schluckt ihn gar nicht richtig runter. Der ist jetzt einfach verschwunden. Wäre natürlich noch cooler, wenn er den wirklich in seinen Schlund gleiten lassen hätte. Das ist trotzdem cool. Ich feiere das. Lass uns jetzt nochmal versuchen, so einen größeren zu fangen. Und es ist mega cool, dass die auch wirklich wegschwimmen und so vor allem. Ja, den will ich haben. Oh, der sieht ja aus wie so ein... Das habe ich mal bei River... Oh, ich habe ihn. Perfekt. Das hat ja richtig schnell geklappt. Sieht aus wie einer von River Monsters. So ein... Oh, wie heißen die denn? Ala Playa oder sowas. Plam... Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ala Piyama? Playa? Ich weiß es nicht. Oh, der hat ja eine coole Farbe, der Fisch. Mega. Gucken wir uns auch nochmal an, natürlich. Hammer. Okay, das ist nice. Richtig cool. Das ist ein richtig großer Fisch. Könnte auch ein Wels sein. Wobei dem fehlen so ein bisschen diese Barteln, solche, diese Bärtchen, Barthaare, sage ich mal. Barteln heißen die, glaube ich. Die fehlen denen ein bisschen. Aber er hält ihn wirklich sehr gut im Mund, muss ich sagen. Die Zähne stecken auch so ein bisschen im Körper drin. Finde ich richtig cool. So, und mit diesem Fisch können wir jetzt natürlich auch das gleiche Spiel wieder machen. Man könnte den jetzt sozusagen zu seinem Nest bringen und den wieder ablegen. Vielleicht sieht man es jetzt auch mal besser. Wenn ich jetzt E gedrückt halte, kann ich ihn ablegen. Tada, da liegt er. Perfekt auf dem Boden. Und wenn ich jetzt ihn mit E wieder aufnehme, ja, ich muss einmal im Bogen laufen. Hier leider ein bisschen zu nah dran. Das könnten die noch so machen, dass man ihn auch direkt wieder aufheben kann. Ist ein bisschen nervig, dass man sich hier einmal Kreis bewegen muss. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Und schon. Oh, perfekt. Nimm ihn auf. Das hat gerade auch ein bisschen gedauert, die richtige Pose zu finden. Bisschen schwierig, muss ich sagen. Und jetzt trinkt er? Okay. Oh nein, habe ich den jetzt zu nah ins Wasser gelegt? Ihr müsst halt immer bedenken, Leute, das ist noch eine Demo. Das ist auf jeden Fall noch ein bisschen verbesserungswürdig, das ganze Steuerungsverhalten hier mit den Fischen und so. Sehr knifflig, die aufzunehmen, weil man kriegt halt auch irgendwie keine Anzeige, weil man richtig steht und ja, ist alles so ein bisschen Glückssache. So, jetzt habe ich ihn wieder, glaube ich. Ja, perfekt, hat geklappt. Sehr schön. Oh, wie sich die Sonne sogar spiegelt. Ah, das Spiel ist wirklich wunderschön. Ich freue mich richtig darauf. Und mit E können wir ihn jetzt auch wieder verspeisen. Ja, das ist ganz cool. Ist natürlich ein bisschen unlogisch, dass er auf einmal so verschwindet, ne? Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen besser machen später. Gerade bei so einem großen Fisch, das ist ja eigentlich ein bisschen mehr dran. Aber trotzdem, es ist ja erstmal nur eine Demo. Ich finde es schon mega cool. Es hat richtig Spaß gemacht, die hier aus dem Wasser zu fischen. Und ich finde auch cool, dass dann so echt abgelenkt ist, weil das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, dadurch wird es halt auch spannend und gefährlich, so ein bisschen, weil halt andere Räuber sich nähern könnten. Ja, war auf jeden Fall mal wieder eine weitere Sache in Path of Titans. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.